Viele Jonsdorfer wird es freuen, denn heute Nachmittag eröffnete die gelernte Verkäuferin Cornelia Gertig ihren Jonsdorfer Eckladen. Frau Gertig, vor einer halben Stunde hier in Jonsdorf, große Neueröffnung. Wie kam es dazu? Das war eine spontane Entscheidung gewesen, weil es fehlte hier in Jonsdorf ein Geschäft, wo man viel Souvenir kaufen kann, DHL-Paketshop, was eigentlich für die Urlauber und auch für uns Jonsdorfer was bringt. Wir sind ja vor uns bereits mal durch Ihren Laden gegangen. Das Angebot ist ja sehr vielfältig. Ja, weil das ist eigentlich ja auch der Wunsch gewesen, auch von mir, dass man ein vielfältiges Angebot hat. Wenn man sich jetzt nur auf eins beschränkt, ist es ja immer so ein Ding. Und ich will es aber auch nicht zu überfüllen, sondern auf die Angebote oder auf den Wünschen, die Angebote den Kunden bringen. Und auch wenn die Jonsdorfer oder auch die Urlauber dann nochmal sagen, das und das würde uns noch fehlen, wie zum Beispiel, was noch dazukommen wird, sind dann frei verkäufliche Arzneimittel. Sowas wünsche ich mir dann auch als Feedback von den Jonsdorfern und von den Urlaubern, dass das halt nochmal irgendwo mit dann zusätzlich zum Sortiment aufgebaut werden kann. Man fängt erstmal klein an und baut dann auf. Von der Angebotspalette ist dann noch vorgesehen Prepaid-Karten, Geschenkekarten, Gutscheinkarten und im weiteren Verlauf dann noch ein eBay-Shop, dass dann viele Artikel auch über den eBay-Shop verkauft werden. Die Arzneimittel, aber wie gesagt, da muss ich selber erst nochmal mich zur IHK, zur Prüfung begeben und dann wird dies auch weiter noch in meinem Sortiment mit aufgenommen. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja heutzutage immer risikobehaftet. Warum sind Sie ihn trotzdem gegangen? Den Wunsch, einen eigenen Laden zu haben, bestand schon sehr, sehr lange. Aber irgendwie ist es immer nie irgendwie so dazu gekommen. Und durch meine gesundheitlichen Probleme ist das jetzt hier ein Schritt für mich, aus dem ALG 2 zu kommen, selber für mich was zu erwirtschaften, für mich da zu sein und mir was aufzubauen. Und das so, wie ich es körperlich schaffe. Sie hatten es ja vorhin selber schon mit angesprochen, gerade die ganze Problematik Post ist hier draußen ja immer in Jonsdorf eine ziemlich schwierige Geschichte gewesen. Ja, na, wir haben hier selber seit 3 Jahren gar keinen Paketshop mehr gehabt. Also filialemäßig, die hatte zugemacht und dann hatten wir auch bloß so einen Lehm-Paketshop. Aber trotz alledem mussten wir immer unsere Pakete in Groschöner holen. Und selbst wenn man mal irgendwie Versandmaterial gebraucht hat, Briefmarken gebraucht hat, wir sind immer angewiesen drauf, nach Groschöner zu fahren oder nach Oberstdorf zu fahren, was irgendwo in der Nähe war. Und das Angebot wurde hier sehr oft nachgefragt und daher ist es der Wunsch von mir gewesen, als DHL, an die DHL hier einen Paketshop aufzumachen, was funktioniert hat. Und ich möchte es auch erweitern, dass auch Pakete hierher kommen, wenn die Kunden nicht zu Hause sind. Das ist aber dann noch ein separater Vertrag. In Sachen Erweiterung, haben Sie da schon gewisse Wünsche, Vorstellungen, was Sie sich sonst noch mit für Ihren Laden hier wünschen würden für die Zukunft? Auf alle Fälle, dass der Laden läuft, dass er angenommen wird. Und jedenfalls, na, man geht auf die Leute ein, auf die Kunden, das Sortiment dann sind wir in Folge erweitern. Kommt ja dann im Sommer noch mehr dazu, dass dann Eis dazu kommt für die Laufkundschaft, gerade hier, wenn Waldbühne wieder ist und so weiter. Das alles mit. Nun haben Sie ja auch für die Touristen, nicht nur für die Touristen, ziemlich viel handwerkliche Artikel hier. Wie hängt das zusammen? Dass die ganzen Artikel, die Holzartikel, die Sie hier sehen, das ist Volkskunst Seifen. Die stellt mein Cousin her, der Gerd Hofmann. Er macht das alles selber und ich hatte an ihn den Wunsch gehegt, ob ich seine Ware hier mit reinnehmen kann und er war mit dabei. Und darüber freue ich mich sehr, dass das möglich geworden ist. Und ich bin halt zum Teil ein Erzgebirgskind und das steckt halt irgendwo drin und ich bin froh und glücklich drüber, dass ich einen Teil davon hier mit in meinem Laden haben kann. Gratulanten mit Blumen und Glückwünschen kamen heute zuhauf, selbst wenn an der einen oder anderen Kleinigkeit noch gewerkelt werden musste. Auch wir von Zittau Live drücken Cornelia Gertig für ihren neuen Laden alle Daumen.